Hallo Freunde, herzlich willkommen. Wir wollen heute Brot backen. Und zwar hängt mir langsam einfach nur das Weißbrot, was man hier in vielen europäischen Ländern bekommt, zum Hals raus. Und deswegen haben wir beschlossen, mal ein richtig deutsches Bauernbrot zu backen. Die Backmischung bekommt man so fertig hier vom Lidl zum Beispiel, auch hier in Spanien. Man braucht 700 Milliliter Wasser für 1,5 Kilo Brot und eine Schüssel und einen Ofen. Dieser kleine Elektroofen hier braucht eine 220 Volt Stromversorgung und hat 1600 Watt. Das entspricht ungefähr 7,2 Ampere. Das heißt, wenn ihr irgendwo am Stellplatz seid und so ein Gerät haben wollt oder kauft, dann müsst ihr ein bisschen auf die Ampere achten. Die Ampere errechnet ihr aus der Watt- und Voltzahl, ganz einfach, indem ihr die Wattzahl geteilt durch Volt nehmt, dann habt ihr die Amperezahl. Der Ofen hat Ober- und Unterhitze, hat eine Zeiteinstellung bis zu 60 Minuten, hier oben die Temperatureinstellung und hier kann man eben die Ober- und Unterhitze oder beides auswählen, ist ein Umluftherd. Was man bedenken muss, wenn man draußen stehen hat im Freien, so wie mir jetzt, und es ist recht windig, dann muss man eventuell mit der Temperatur ein bisschen runtergehen, die man sonst verwendet, weil der ständig dann heizt, weil hier sind Lüftungsschlitze überall drin und dann Wind reinkommt und natürlich das, den ganzen Aufheizprozess auch ein bisschen abkühlt. So, durch das ständige Heizen kann euch dann das ganze Zeug verbrennen, also ein bisschen drauf achten, sonst müsst ihr dann halt im Wohnmobil selber stehen lassen. Ich bin rausgegangen aus dem Wohnmobil, um das Video zu produzieren, ganz einfach aus dem Grund. Ich habe einfach nicht genügend Platz, dass ich das Bild vernünftig in die Kamera kriege und deswegen mache ich das jetzt hier. So, den Ofen stelle ich jetzt mal hier rüber. Habe hier eine leere Schüssel, eine saubere. Öffne jetzt hier diese Backbrotmischung. Es gibt auch andere Backbrotmischungen beim Lidl, also unter anderem auch Sonnenblumenbrot und auch, Ciabatta zum Beispiel. Ciabatta habe ich noch nicht ausprobiert, Sonnenblumenbrot habe ich ausprobiert. Muss ich sagen, ist mir einfach zu matschig die ganze Angelegenheit, weil wenn ich hier in die Bauernbrotmischung dann unter Umständen Sonnenblumenkerne mit rein tue, Walnusskerne oder sonst was, ja, dann geht es genauso und ist nicht so eine ganz matschige Angelegenheit. Ihr werdet gleich sehen, dass auch das noch hier matschig genug ist. Also ich setze jetzt hier das Wasser zu ins Mehl und dann fange ich kräftig das Wühlen an, bis es ein geschmeidiger Teig wird. Es dauert jetzt einen Moment. Ich muss natürlich dabei nicht immer in die Kamera schauen zu euch, sondern auch mal hier auf meinen Teig. Ich habe jetzt einen extra Kanal auf YouTube eingerichtet, Kochen im Womo, wo ich also auch in Zukunft öfters mal Videos bringen möchte oder zeigen möchte, was man so alles im Womo machen kann, aber nicht muss, weil viele sagen natürlich, okay, ich fahre nur begrenzt Womo, ich fahre einmal in Urlaub damit oder zweimal im Jahr und dann will ich natürlich in ein Restaurant zum Essen gehen oder ohne viel Aufwand, wobei ich natürlich, wenn ich sage, kochen im Womo, auch meine, den Aufwand zu beschränken, auch wenn man so wie wir dauerhaft unterwegs ist und lebt. Aber das ist halt auch so eine Ansichtssache. Ich kann es euch nur zeigen und anbieten. Was ihr selber für euch dann rauszieht als Quintessenz, bleibt euch überlassen. Aber für mich ist das halt hier eine gute Alternative. Es gibt auch so einen Ofen noch in der Gasvariante. Haben wir allerdings, wo wir den gekauft haben, damals nicht gefunden. Ich habe ihn hier in Los Beatos habe ich so einen Ofen gesehen, ein bisschen größer sogar als der. Hat oben sogar noch zwei Gaskochplatten mit drauf. Und ja, seht ihr, wie schön matschig das ist. Und mit dem könnt ihr dann auch noch heraus kochen. Und mit Gas hat natürlich den Vorteil, dass ihr ein bisschen autarker noch seid. Will ich mir irgendwann zulegen oder wollen wir uns irgendwann zulegen. Aber momentan müssen wir ein bisschen sparen. Und deswegen muss es noch der Elektroherd tun, den wir schon hatten.
oder frühzeitig gekauft haben, damit wir mal unterwegs was machen können. Wer uns unterwegs trifft und mal auf unserer Seite www.familyontour.net war und dort im Kochbuch, wo jetzt noch relativ wenige Rezepte stehen, geschmökert hat, beziehungsweise meint, es könnte was Ansprechendes für ihn dabei sein. Ja, also was ich zum Beispiel empfehlen kann, ist unsere mediterranes Kaninchen. Da kann man mich oder meine Holde darauf ansprechen, dass wir mal bekochen. Ja, über den Preis, der Preis regelt sich natürlich über die Zutaten, die wir einkaufen müssen. Und ein paar Euro natürlich auch für die Arbeitsleistung, die wir erbringen damit. Und ist jetzt richtig zäh der Teig, wie man sieht. Und so ist es auch richtig. So, jetzt wenn mir die Mama aus der Küche noch ein Messer holt, dass ich hier den Teig abschaben kann von meinen Fingern. Ja, was für ein Messer, fragt sie wieder. Und dann bring bitte auch gleich ein Backpapier mit, weil den Teig, den du mir jetzt aufs Backblech legen, lassen ihn ungefähr eine Dreiviertelstunde, Stunde ziehen, dass er aufgehen kann, und schalten dann erst den Ofen ein und dann für 60 Minuten, normal bei 220 Grad, ich stelle meistens auf 200 Grad ein den Ofen und beobachte die ganze Geschichte halt auch von der Färbung her und so. Manchmal muss ich auch das Backblech rumdrehen, um einfach, ja, das lege ich jetzt einfach mal dann ein. Oder kannst du es umknicken und richtig drauflegen. Bei das Backblech natürlich nicht ganz die Maße eines Küchenherdes hat. Ja. Passt schon. Das andere auch unten einklappen, nach unten, ja, so. Ist gut, halt's fest. Bleib stehen und halt's fest. Dann tue ich den Teig da drauf. So. So, jetzt bräuchte ich noch ein bisschen Mehl aus der Küche, bitte. Ja, der Chef backt nicht nur Brot, sondern der macht auch noch ein Video fürs Internet dazu. Es gibt schon eins von mir, von hier vom Stellplatz. Ja. So, das ist mir. So. Meine Holde macht mir jetzt die Assistentin. Und zwar brauche ich das Mehl ganz einfach, um mir jetzt die Finger ein bisschen mehlig zu machen, damit ich das Brot hier schön formen kann. Weil es soll ja dann am Schluss auch eine schöne Form haben, dass man es gut schneiden kann. Ja. Es wird vielleicht von manchem Bäcker der Aufschrei kommen, wie ich das hier mache. Aber ich bin kein gelernter Bäcker und ich will auch gar kein gelernter Bäcker sein. Wie macht man das eigentlich als Bäcker? Weiß ich nicht, wie man es als Bäcker macht. Du fragst ihn, wie macht man das als Bäcker? Woher soll ich das wissen, wie es ein Bäcker macht? Wenn ich es wüsste, dann würde ich es wie ein Bäcker machen. Dann ist doch gut. Ja, weißt du, und das, wenn man ein Video drehen, solche Fragen stellen, dort, naja. So. Ich hoffe, das passt jetzt so. Stopp. Ja. Jetzt zeigen wir das einmal kurz hier in die Kamera. So sieht es aus. Das Ganze kommt jetzt hier, geh mal aus dem Bild bitte, hier in den Ofen rein. Das lassen wir jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde stehen. Dann schalte ich ihn ein und eine Stunde später hole ich es dann raus. Und das Brot zeige ich euch dann auch noch oder mache ein Bild dazu, wie das dann ausschaut. Damit ihr eine Vorstellung habt. Ich gehe jetzt Hände waschen, sage erstmal Tschüss derweil. Wie gesagt, nachher kommt noch ein Foto dazu oder ein kurzer Anschnitt, wie das Brot ausschaut und Thema erledigt. 220 Grad, ich mache es auf 200, eine Stunde backen dann. Und jetzt eine Dreiviertelstunde warten. Okay, bis dann, euer Family of Tour. Nee, Family on Tour.
So Freunde, hier jetzt das fertige Brot, 1,5 Kilo. Mahlzeit, sagt der Papa, es ist noch warm, es muss noch abkühlen. Deswegen auch die Handschuhe. Okay, bis später. Ich wünsche euch viel Erfolg. Tschüss.